Herr Luban, wir wollen sprechen über das Werk von Rosa Luxemburg. Vielleicht beginne ich tatsächlich mit dieser Gesprächssituation. Also ich stelle mir Hörerinnen und Hörer vor, die über unser Gespräch vielleicht drüber nachdenken, sich zum ersten Mal dann intensiver mit Rosa Luxemburg auseinanderzusetzen. Vielleicht gibt unser Gespräch in seinem Verlauf einige Gründe genau dafür an die Hand. Mich würde zunächst interessieren, wie das eigentlich bei Ihnen gewesen ist. Sie gelten als genauer Kenner der Biografie und des Werks von Rosa Luxemburg. Sie sind Sekretär der Internationalen Rosa Luxemburg Gesellschaft. Was hat Sie denn ursprünglich dazu inspiriert, sich genauer mit Rosa Luxemburg auseinanderzusetzen? Also was für ein Interesse stand da am Anfang? Ich habe mich eigentlich zuerst für die Gruppe um Rosa Luxemburg, um die einfachen Arbeiter gekümmert, weil ich das ganz fantastisch fand, wie die während des Weltkrieges unter den Repressionen der kaiserlichen Behörden trotzdem gegen den Krieg angekämpft haben, und bin dann automatisch auf Rosa Luxemburg gekommen, die dem Ganzen dann so ein ideologisches Fundament gegeben hat. Sie war ja sehr basisorientiert, und gerade das hat dann auch mich für Rosa Luxemburg so eingenommen. Auf Rosa Luxemburgs Positionierung zum Ersten Weltkrieg und auf ihre Basisorientierung, das sind Aspekte, auf die wir noch im Laufe des Gespräches zu sprechen kommen werden. Zunächst vielleicht trotzdem der Beginn am Anfang. Rosa Luxemburg, die ist 1871 in Polen geboren worden. Polen, das damals zum Russischen Zarenreich gehört hat. In welchen Bedingungen, in was für familiären Verhältnissen ist Rosa Luxemburg denn aufgewachsen? Das war ein ausgesprochenes Bildungsmilieu. Die Eltern waren ja jüdisch, aber sie gehörten zu der jüdischen Richtung der Haskala, die sehr weltoffen war. Und es war auch in ihrem Elternhaus, gerade von der Mutter aus, eine breite Kenntnis der internationalen Kultur, nicht nur der polnischen und der russischen. Sie ist ja im russischen Teil Polens aufgewachsen. Warschau war ja damals zum Russischen Zarenreich gehörend. Und zu Hause standen also Goethe und Schiller genauso im Bücherschrank in der Originalsprache wie Tolstoi und Dostojewski. Das war einmal schon eine Voraussetzung, um später dann ein allgemeines humanistisches Fundament zu haben. Und sie ist dann ganz offensichtlich auch in ihrer Schulzeit schon mit sozialistischen Kreisen in Warschau in Kontakt gekommen. Ob sie tatsächlich nur wegen Gefährdung aufgrund ihrer politischen Auffassung in die Schweiz gegangen ist oder aber weil in der Schweiz die Möglichkeit für Frauen bestand, praktisch alle Fächer zu studieren, was weder in Russland noch in Deutschland möglich war, das ist eigentlich nicht belegt. Also ausgehend von einer humanistischen Bildung, die vom Elternhaus her auch mitgegeben ist, entwickelt sie ein eminent politisches Interesse auch, und das führt dazu, dass sie sich auch sozialistischen Kreisen anschließt. Zu nennen ist etwa die Gruppe Proletariat. Wenn wir uns da auch nochmal die Bedingungen vielleicht anschauen, wie sich so eine Person wie Rosa Luxemburg politisiert, woran hat sie sich denn gestoßen, dass sozusagen daraus ja sozusagen ein sozialistisches Engagement wird? Na, einmal gab es ja im Zarenreich eine noch stärkere Unterdrückung der gesamten Arbeiterbewegung als im Deutschen Kaiserreich. Schweiz war da natürlich ein Paradies der Freiheit, und das führte für sie automatisch zu einem Einstehen für die Unterdrückten. Es gibt da ein Gedicht, wo sie das in Richtung Kaiser Wilhelm offensiv vertritt. Das ist nicht groß verbreitet worden, sondern hat sich dann später in ihrem Nachlass angefunden. Ob sie das so im kleinen Kreise vorgelesen hat, ist leider auch nicht überliefert.
Sie haben jetzt schon erwähnt, dass Rosa Luxemburg in die Schweiz gegangen ist. 1889 ist, glaube ich, die Jahreszahl, wo sie in die Schweiz geht. Sie haben gesagt, in der Schweiz ist es ihr möglich, als Frau eben auch zu studieren. Sie bildet sich dort. Ich frage mich sozusagen, ob das Weggehen in die Schweiz auch sozusagen freiwillig ist oder nur mit diesem Bildungsanspruch. Mir schien es so zu sein, als ob sie ja tatsächlich auch ins Exil geht, weil sie unter Repressalien zu leiden hatte in Polen. Was sind denn die Gründe dafür genauer, dass sie in die Schweiz gegangen ist? Ja, das ist nicht, wie ich schon sagte, ganz klar, ob das nur wegen der besseren Bildungsmöglichkeiten für Frauen geschehen ist oder ob sie schon aktuell gefährdet war. Es gibt da Aussagen, die, ich glaube, John Mill, der zum jüdischen Bund, einer jüdischen Vertretung der Arbeiterschaft gehörte, später einmal beschrieben hat, dass er sagt, dass sie tatsächlich gefährdet war. Aber so ganz klar ist es nicht. Man kann aber auf jeden Fall sagen, wenn sie nicht zu dem Zeitpunkt in die Schweiz gegangen wäre, hätte sie unter Garantie im Laufe der nächsten Jahre mit der zaristischen Polizei unliebsame Bekanntschaft gemacht, weil sie von ihrem ganzen Temperament her einfach offensiv war. Sie hätte nie still sein können. Später geht sie ja dann nach Deutschland und sowohl in der Schweiz als auch in Deutschland beteiligt sie sich an ja, der Organisierung der Sozialdemokratie, bringt sich dort in die Debatten ein. Was ich interessant finde, ist, dass sie ja sozusagen insofern mit ihrer Heimat verbunden bleibt, als dass sie auch immer wieder an den Debatten der polnischen sozialdemokratischen Kreise teilnimmt. Und da stoßen wir auf eine erste Debatte, die für mich interessant ist, weil sie in der Debatte der polnischen Sozialdemokratie eine Forderung ganz stark macht, nämlich, dass sie sagt, wir können nicht auf die nationale Karte setzen, wir können nicht die nationalistische Karte spielen. Sie hat die Forderung nach einer polnischen nationalen Unabhängigkeit nicht für zielführend gehalten. Was sind denn da ihre Argumente? Wie hat sie sich da in dieser Debatte der polnischen Sozialdemokratie positioniert? Also einmal war sie schon dafür, dass von der polnischen Volksgruppe unbedingt eine Eigenständigkeit ausgehen sollte. Die traditionellen Werte und Eigenschaften, die von der polnischen Volksgruppe ausgingen, die sollten voll erhalten und gefördert werden in einem übergreifenden sozialistischen Staat, der erstmal dann nur Polen mit Nachbarn und einschließlich Russland umfassen würde, in einem sozialistischen dann Reich. Und natürlich sollten dann die anderen nach einer sozialistischen Revolution dazukommen, Deutschland, das sollte also ein sozialistischer Verbund sein. Sie betonte diese Eigenständigkeit in ihrem Programm der polnischen Partei, in der sie war. Sie war ja schon in der Schweiz in dieser Partei zusammen mit ihrem Lebenspartner Leo Jogiches, auch noch mit einem anderen polnischen Sozialisten Julian Karski-Marchlewski. Und da wird diese kulturelle Eigenständigkeit der polnischen Volksgruppe sehr stark betont. Aber das war natürlich den anderen, die nationalistisch ausgerichtet waren, nicht genug. Sie wollten dann wirklich einen eigenen polnischen Staat haben. Das sah sie im Rahmen einer sozialistischen Völkergemeinschaft eben anders, dass das nicht eine Nation, eigenständige Nation im üblichen Sinne sein sollte. Was kann man denn sagen, was sie dann für genauere Vorstellungen gehabt hat? Wie sollte das denn aussehen, wenn wir von einer revolutionären Situation ausgehen und ja sozusagen so einen Zusammenschluss haben von verschiedenen Ländern? Sie war praktisch eine Vorkämpferin eines vereinigten Europas, aber auf sozialistischer Grundlage. Das ist ja heute auch eigentlich Konsens, dass zwischen den jetzigen Staaten eine engere Verbundenheit sein soll mit voller Erhaltung der kulturellen Selbstständigkeit. Es wird ja dauernd darüber diskutiert, dass da noch viel zu sehr nationalistische
Ansprüche von den einzelnen Staaten gestellt werden und dass das in einem vereinten Europa langsam, wie es einmal auch in Deutschland geschehen ist, wo es ja auch zig Staaten gab, dass dies einmal zu einem vereinigten großen Europa mit kultureller Selbstständigkeit der einzelnen Länder, aber sonst mit eigentlich einem großen Staatenverbund sein sollte. Und das war auch Ihre Idee, allerdings immer auf sozialistischer Grundlage. Ein wichtiges Ereignis im Leben von Rosa Luxemburg wird dann ja die Revolution in Russland im Jahr 1905 sein. Sie fährt auch kurz nach diesem Ausbruch direkt nach Russland, um diese Revolution zu unterstützen. Und mit diesem Ereignis von 1905 ist ja eine weitere Debatte innerhalb der damaligen Sozialdemokratie verbunden, nämlich die Debatte um den Massenstreik. Die Revolution 1905 war ja in Russland tatsächlich mit überwältigenden Massenstreiks verbunden. Da zunächst erstmal, was waren denn die damalige Debattenlage? Warum wurde denn so kontrovers über die Frage des Massenstreiks als auch politischem Mittel debattiert? Vorher hatte Rosa Luxemburg, wie die gesamte SPD, so die offizielle Version vertreten. Das hat August Bebel doch bis 1911 getan, dass das Deutsche Kaiserreich als kapitalistisches System zusammenbrechen würde und dass dann die SPD als Konkursverwalter praktisch diesen Staat übernehmen würde und müsste auch. Das war dann also keine richtig aktive Handlung, keine revolutionäres Handeln. Das war auch ein bisschen spitzfindig aus juristischen Gründen so, denn die Sozialdemokratische Partei war ja bis 1890 für 12 Jahre verboten. Und da fürchteten die ganzen Sozialdemokraten, dass das erneut auftreten würde, wenn man aktiv sich zu einer revolutionären Politik bekennen würde. Es sollte zwar eine Vorbereitung auf den sozialistischen Staat durch intensive Erziehung durchgeführt werden, was ja auch dann praktiziert wurde, aber das war nur eine Erziehung und keine Erziehung zur direkten Revolution. Jetzt kam durch die Auffassung Rosa Luxemburgs, man müsste jetzt auch aktiv in Richtung Revolution arbeiten, auf einmal für die ganzen SPD-Führer die Gefahr auf, dass wieder ein Verbot kommen könnte und sie haben sich deshalb gegen diese offensive Theorie intensiv gewährt. Es gab ein Abkommen zwischen Gewerkschaften und der SPD-Führung, dass vor einem Massenstreik die Gewerkschaften erst die Zustimmung geben müssten und die Gewerkschaften fürchteten, da auch unterzugehen bei einem Massenstreik und haben da immer die ganze Zeit über in der Zeit bis zum Krieg und dann auch während des Krieges gegen jede Agitation für einen Massenstreik ganz heftig angekämpft. Also Rosa Luxemburg vertritt eine offensivere Revolutionstheorie zu diesem Zeitpunkt und in Bezug eben auf die Massenstreiks. Interessant ist ja, dass sie sozusagen da eine gewisse Dynamik auch in diesen Streiks beobachtet, die sie zu einer Position führt, die, ich weiß nicht, ob es eine Eigenbezeichnung ist oder eine Fremdbezeichnung, zu der sogenannten Spontanitätstheorie oder dem Spontaneismus Rosa Luxemburgs führt, nämlich dass sie ja feststellt, der Massenstreik kann gar nicht von oben, von einer Büroetage in der Gewerkschaft beschlossen werden. Was ist das für eine Position? Also ja, wie ist da das Verhältnis vielleicht von Organisierung bewusster Parteiorganisation und ja, dynamischen Streikgeschehen an der Basis? Wie ist das da gedacht bei Luxemburg? Es ist ein bisschen differenzierter. Die Spontaneität soll nicht unterdrückt werden, sondern soll sogar gefördert werden, weil sie in der Russischen Revolution auch die Beobachtung gemacht hat, dass dadurch auch die Organisation noch gefördert wird. Es sind neue Organisationen spontan überall entstanden oder es sind vorhandene Organisationen gestärkt worden. Zum Beispiel die Partei, die polnische Partei, die sie mitvertrat und für die sie sich auch zwischendurch immer noch engagierte, die Sozialdemokratie des Königreiches Polen und Litauen hieß sie.
die hat an Stärke während der Massenstreiks 1905, 1906 in Russland unheimlich zugenommen. Aber nicht nur diese Organisation, diese Partei, sondern auch andere Parteien, auch die Gewerkschaften in Russland haben an Stärke während der ersten russischen Revolution unheimlich gewonnen. Und daraus schloss sie, was hier spontan kommt, darf nicht unterdrückt werden, sondern muss von der Partei gefördert werden und auch vorher versucht werden, sogar sozusagen herauszulocken. Bei irgendeiner Situation, wo die Führerschaft nur meint, dass die Situation gut ist, da den Befehl zu geben, jetzt streiken wir alle, das würde nicht die richtige Taktik sein, sondern es müsste immer geschaut werden, dass auch diese Bereitschaft da ist und die dann gefördert wird. Und wenn das von selbst dann kommt, dann ist das die stärkste Kraft gegenüber allem anderen. Sie sah auch, dass diese Spontaneität viele Formen annahm, die aus der Basis kamen. Sie sah die Kreativität, die mit der Spontanität in der Arbeiterschaft verbunden war. Und beides gehörte so zusammen. Sie sagt das auch einmal in ihrer Massenstreikbroschüre und auch einmal in einer Kritik an Lenins Auffassungen. Und Willy Brandt hat mal später dies auch aufgegriffen, diese Verbindung zwischen Spontaneität und Aktivität der Basis und der Kreativität der Basis. Das hat sie also sehr betont. Die Kreativität, die Spontaneität war nicht eine Sache für sich an sich, sondern hing eng zusammen mit der Bereitschaft zur Aktivität und zur Kreativität der Basis. Um weitere Stationen von Rosa Luxemburg vielleicht nur von ihrem Leben vielleicht nur kurz zusammenzuraffen. Sie entkommt ja in Russland nur knapp der Todesstrafe, ist wieder in Deutschland. Da wird sie kurz danach wegen Anreizung zu Gewalttaten inhaftiert aufgrund von bestimmten Äußerungen in Reden, die Rosa Luxemburg gehalten hat. Und das ist ja was man überhaupt dann für das Leben von Rosa Luxemburg sagen kann. Es ist ganz sehr geprägt von der Erfahrung, immer wieder Haftstrafen absitzen zu müssen. Ich würde vielleicht auch von dem ausgehen, was wir jetzt schon besprochen haben mit der Massenstreikdebatte. Bestimmte Aspekte werden da ja immer wieder auftauchen, was eben sozusagen das Denken mit der Basis betrifft. Daran wird ja schon deutlich, Rosa Luxemburg ist zu diesem Zeitpunkt schon längst auf einer Position, wo man sagen könnte, das ist der linke Flügel der Sozialdemokratie. Und Luxemburg ist eben eine wichtige Akteurin geworden, dieses linken Flügels innerhalb der Sozialdemokratie. Und ganz entscheidend ist ja in diesem Zusammenhang dann eine Debatte, die als Revisionismus Streit in die Geschichte eingegangen ist. Ein Streit, den Rosa Luxemburg unter anderem geführt hat mit dem sozialdemokratischen Reformer Eduard Bernstein. Grob zusammengefasst könnte man ja sagen, was Rosa Luxemburg da Bernstein vorwirft, ist, dass der eine Zweckmittelverkehrung betreibt. Luxemburg sagt, die Sozialdemokratie strebt die Revolution an, den gesellschaftlichen Umsturz. Die Reform ist kein Widerspruch dazu, aber sie ist immer eben das Mittel hin zu diesem Umsturz, den wir wollen. Und Bernstein wirft sie nun vor, er will dieses Mittel aber eigentlich zum Zweck machen. Und sozusagen dieses Revolutionsziel will er sozusagen entsorgen. Nun stand ja Eduard Bernstein nur stellvertretend für einen Flügel innerhalb der SPD, für den legalistischen, reformerischen Flügel. Welchen Gegner hatte Luxemburg denn da vor Augen? Was hatte sie den Reformern vorzuwerfen? Also sie war ja schon für Reformen voll zu haben. Da hatte sie keinerlei Einwände. Aber sie sagte, dass irgendwann im Zuge dieser Reformen nicht die vollständige Umwandlung geschehen kann. Das war ja Bernsteins Auffassung und auch die Auffassung der ganzen Anhänger von Bernstein, sondern irgendwann stößt die Partei, wenn sie nur auf Reformen setzt, an einen eisernen Vorhang, wo die herrschenden Mächte das nicht weiterlassen, weil sie sehen, das könnte eventuell sogar das ganze System umkippen und da gibt es dann kein Fortschreiten mehr. Und das müsste Bernstein eigentlich einsehen, auch seine Anhänger, dass die Reformen nur Zwischenschritte sein können
und das Bewusstsein, dass irgendwann das ganze System geändert werden müsste, unbedingt erforderlich ist. Und da war sie mit August Bebel und Karkautsky vollständig einig. Und August Bebel und Karkautsky haben sie da als große Unterstützerin gerne erstmal in ihre Arme genommen. Erst als sie dann auch zu dieser offensiven Massenstreikpolitik überging, da haben erstmal August Bebel, später auch Karkautsky gesagt, das würde ein bisschen zu viel an Offensivtaktik sein, die wäre zu gefährlich und würde die Partei gefährden und in die Gefahr bringen, wieder verboten zu werden. Man kann ja sehen, dass Luxemburg auch in diesen Debatten immer wieder sozusagen mit den Oberen und auch ja sozusagen den Großen der Partei wie Kautsky und Bebel, dass sie sich mit denen angelegt hat und auch sozusagen nicht so richtig akzeptieren konnte, wenn von oben da jemand eine Order gebracht hat, wie in, du darfst jetzt diese Gegendarstellung nicht veröffentlichen zum Beispiel. Diese Revisionismusdebatte, die ist ja eben in Zeitungsartikeln erfolgt und zusammengefasst hat Luxemburg das dann in einem Buch Sozialreform oder Revolution. Ich finde es interessant, auf einen Widerspruch zu sprechen zu kommen, der sich da vielleicht findet oder wo Sie auch gerne sagen können, ob Sie es überhaupt für einen Widerspruch im Denken von Rosa Luxemburg halten. Sie lässt sich ja hinreißen zu solchen Aussagen wie, wer es leugnet, dass der Kapitalismus notwendig und zwangsläufig an seinen eigenen Widersprüchen zugrunde geht, der sägt am Grundpfeiler der marxistischen Wissenschaft. Also das ist ja das, was sie Bernstein vorwirft, dass er sozusagen sich verabschiedet eigentlich vom Marxismus, weil er sozusagen sagt, der Kapitalismus ist anpassungsfähig und er wird nicht zwangsläufig von selbst zugrunde gehen. Jetzt ist es ja nicht nur so, dass wir heute 100 Jahre später sehen können, dass der Kapitalismus immer noch nicht an seinen eigenen Widersprüchen zugrunde gegangen ist. Diese Zwangsläufigkeit, von der Luxemburg da spricht, die steht, wenn man das dann weiterdenkt, würde ich sagen, eigentlich auch im Widerspruch zu dem, worüber wir eben ja eigentlich schon gesprochen haben, nämlich Selbsttätigkeit, Spontanität des Proletariats in Kämpfen, in Massenstreiks. Würden Sie das sagen, dass das ein Widerspruch ist im Denken von Rosa Luxemburg? Auf der einen Seite Spontanitätstheorie, auf der anderen Seite so eine Art Determinismus? Das ist schon eine gute Frage. Die Auffassung damals war ja auch die von August Bebel, dass dieses kapitalistische System unbedingt zusammenbrechen würde. Es war kein Zeitpunkt genannt, aber noch 1911 hatte im Reichstag sogar August Bebel verkündet, Sie werden das erleben, dass das kapitalistische System zusammenbricht. Das war also ein Konsens bis auf die Rechten. Und dieser Auffassung war auch Rosa Luxemburg. Nun ist das kapitalistische System auch heute noch voll zementiert, kann man dir fast sagen. Und die Frage ist, ob es durch die Klimaentwicklung zum Beispiel verändert werden wird, weil das ja zusammenhängt miteinander, die Gewinnmaximierung ohne Rücksicht auf die Klimaentwicklung. Aber sonst ist es tatsächlich so, dass wir sagen müssen, dass der Kapitalismus durch alle Krisen bisher sich voll erhalten hat. Das heißt, wir sehen ja, dass da bestimmte Leute in der ganzen Welt Riesenvermögen haben und auch entsprechenden Einfluss und auch da die Politik bestimmen, global, nicht nur hier bei uns, und dass das in unterschiedlichsten Formen überall der Fall ist. Vom humanistischen, nicht nur sozialistischen Standpunkt ist das ja eine Schande für die Menschheit, dass heute überall diese Kriege und diese Armut noch in vielen Ländern besteht. Und das sollte ja gerade durch eine sozialistische Entwicklung aufgehoben werden. Also da ist ein Widerspruch insofern, dass bis heute diese Übernahme und der Übergang in eine sozialistische Gesellschaft nicht aufgetreten ist. Und dann muss man natürlich noch sagen, was für eine sozialistische Gesellschaft. Eine, die nur formal sozialistisch ist oder die auch tatsächlich die entsprechenden sozialistischen Gesellschaftsverhältnisse hat und keine Diktatur ist.
Vielleicht kann man von dem, was Luxemburg da diagnostiziert hat, ja einen Teil aufnehmen. Vielleicht muss der Kapitalismus nicht zwangsläufig von selbst zusammenbrechen, aber wo sie ja recht hat, ist es der Kapitalismus ohne Krise und ohne ja sozusagen immer wieder krisenartige Ereignisse nicht zu denken ist, und das sehen wir ja auch in der Gegenwart. Wenn wir uns nochmal sozusagen anschauen, die Praxis von Rosa Luxemburg, sie hat ja eine große Expertise entwickelt in politökonomischen Fragen. Dafür steht unter anderem ihre Schrift Akkumulation des Kapitals, in der sie sich mit den Reproduktionsschemata von Marx auseinandersetzt, im zweiten Band des Kapitals. Das würde jetzt sicher den Rahmen von so einem Gespräch sprengen, wenn wir uns das genauer anschauen würden, aber vielleicht können wir auf einen Aspekt blicken, der damit zusammenhängt, weil Rosa Luxemburg, die hat ja unter anderem gearbeitet als Dozentin für Wirtschaftsgeschichte und Nationalökonomie an der SPD-Parteischule in Berlin. Und es heißt immer wieder, dass sie ein außerordentliches Geschick hatte in der Theorievermittlung. Kann man in diesem Zusammenhang vielleicht von so einer Art besonderen luxemburgischen Bildungstheorie oder einem Bildungskonzept sprechen? Wie würden Sie in diesem Bildungszusammenhang Rosa Luxemburg beschreiben? Das Bildungskonzept war vor allem, dass die Studentinnen und Studenten von sich aus zu Erkenntnissen kommen, dass nicht irgendetwas doziert wird und dass es von den Studentinnen und Studenten zu repetieren war, sondern sie versuchte, ihre Zuhörerinnen und Zuhörer selbst anzuregen, zu Erkenntnissen zu kommen. Und das ist auch ihr politisches Credo, dass sie sagt, die Arbeiterinnen und Arbeiter müssen selbst zu den Erkenntnissen kommen, die Partei muss versuchen, sie dahin zu führen, dass sie selbst zu der Überzeugung kommen. Das ist also eine moderne Pädagogikauffassung, modern, das heißt von nicht autoritären Pädagogen schon seit 100 Jahren vertreten, dass die Sachen, die sich jemand selbst erarbeitet, viel besser als Überzeugung da sind und zu einem überzeugten Handeln bringen, als wenn jemand nur vorgefertigte Sachen übernimmt. Und das war bei ihr in ihren Kursen an der Parteischule der Fall, aber das hat sie genauso gut in ihren Reden und Schriften versucht deutlich zu machen, dass so die ganze Partei praktisch gegenüber ihrer Mitgliedschaft und ihrer Anhängerschaft auftreten müsste. Dass es sollte eine dauernde Kommunikation auch zwischen Basis und Führerschaft da sein, und die Führerschaft würde also auch Sachen von der Basis übernehmen. Und das sollte in allen sozialen Verhältnissen praktisch der Stil sein. Das ist natürlich eine tief demokratische Haltung. Die demokratische Haltung führt uns zu einem weiteren Aspekt im Denken von Rosa Luxemburg, und dafür will ich auf ein berühmtes Zitat von Rosa Luxemburg zu sprechen kommen. Ein Zitat, von dem ich das so oft so wahrnehme, dass der Zusammenhang vielleicht gar nicht so bekannt ist. Dieses Zitat lautet: Die Freiheit ist immer die Freiheit des Andersdenkenden. Das ist ein Zitat aus einem Text von Luxemburg über die russische Revolution, dann von 1917. Ein Text, der erst posthum veröffentlicht worden ist, Anfang der 20er Jahre. Und es ist ein Text, in dem Luxemburg pointiert ihre Kritik an den Bolschewiki in Russland formuliert. Sie hatten das auch schon erwähnt, dass es ja vorher immer mal schon wieder auch Kontroversen zwischen Luxemburg und Lenin gegeben hat. Nun ist das, was Luxemburg da formuliert, ja kein abstrakter Antiautoritarismus, wie man das sagen könnte, sondern, also was sie nicht macht, ist ja sozusagen ein antiautoritäres Prinzip gegen die Wirklichkeit der russischen Revolution zu stellen, sondern so wie ich das gelesen habe, entwickelt sie ihre Kritik ja aus den Ansprüchen der Revolution und aus sehr genau auch dem Verlauf dieser Revolution heraus. Was können Sie denn dazu sagen, von welcher Art ist diese Bolschewismuskritik von Rosa Luxemburg? Das hat mit dieser grundlegenden Haltung der politischen und zwischenmenschlichen Beziehungen zu tun. Dieser eine Satz wird immer wieder zitiert, aber an einer anderen Stelle, wo ich gerade gucke, ob ich das finde, ist das viel besser ausgedrückt. Da sagt Rosa Luxemburg, jetzt auf den politischen Bereich bezogen: Gewiss, die Demokratie hat viele Mängel,
Aber es ist falsch, was Trotzki und Lenin vertreten, dass man deshalb die Demokratie abschaffen will, sondern gerade in einer vollständigen Demokratie kommen die ganzen Kräfte der Basis und des Proletariats zur Geltung, sonst verzichtet man praktisch darauf, wenn man nur Vorschriften macht und Unterdrückung praktiziert. Das halte ich dafür viel wichtiger. Vielleicht finde ich das auch noch im Augenblick. Ich lese mal so ein bisschen. Das alles zeigt, dass der schwerfällige Mechanismus der demokratischen Form ein kräftiges Korrektiv hat, eben in der lebendigen Bewegung der Masse, in ihrem unausgesetzten Druck. Und je demokratischer die Institutionen, je lebendiger und kräftiger der Pulsschlag des politischen Lebens der Masse, umso unmittelbarer und genauer die Wirkung, trotz starrer Parteischilder, veralteter Wahllisten und so weiter. Gewiss, jetzt kommt das Entscheidende da, was sie da sagt, gewiss, jede demokratische Institution hat ihre Schranken und Mängel, was sie wohl mit sämtlichen menschlichen Institutionen teilt. Nur an das Heilmittel, das Trotzki und Lenin gefunden, die Beseitigung der Demokratie überhaupt, noch schlimmer als das Übel, dem es steuern soll. Es verschüttet nämlich den lebendigen Quell selbst, aus dem heraus alle angebotenen Unzulänglichkeiten der sozialen Interessen allein korrigiert werden können. Das aktive, ungehemmte, energische politische Leben der breitesten Volksmassen. Also das finde ich hier, obwohl es ein bisschen umständlicher ausgedrückt ist als in dem einen Satz mit der Freiheit der Andersdenkenden, das finde ich hier viel deutlicher gesagt und auch fundierter, sagen wir mal. Und anschließend geht sie darauf ein, dass das Wahlrecht für die Bürgerlichen in der Sowjetunion abgeschafft worden ist und sagt, das kann man nur machen, wenn die mal zwischendurch tatsächlich aktiven Widerstand gegen die Einführung des Sozialismus leisten, also Bewaffneten auch, dann kann man das machen, aber doch nicht für immer und für alle, die das gar nicht getan haben, nur weil sie Bürgerliche sind. Ja, sie setzt sich hier an dieser Stelle in ihrer Schrift über die russische Revolution also auch für ein Wahlrecht, für eine volle Beteiligung der Bürgerlichen ein. Kein Wunder, denn es gab ja auch eine ganze Menge Bürgerlicher, die sowohl in der SPD und später auch direkt in der revolutionären Bewegung auf die eine oder andere Art und Weise mitgemacht hatten. Die wären ja sonst alle auszuschließen gewesen beim einem demokratischen Willensprozess. Also das halte ich für eine ganz wichtige Sache, die man hier hervorheben muss, weil ja sonst immer leicht gesagt wird, dass das Bürgertum vollständig von einer sozialistischen Gesellschaft, von der Willensbildung dort ausgeschlossen werden sollte. Das hat hier mit in diesem Passus Rosa Luxemburg ausdrücklich ausgeschlossen. Also das Brodeln an der Basis und auch der Widerspruch und der Konflikt sind keine Gefahr für die Revolution, sondern befruchten sie und verhelfen der Revolution zu ihrem prozessierenden Fortschreiten. Vielleicht kann man das so zusammenfassen. Nun ist diese Debatte und auch die Kritik der Bolschewiki, die formuliert Luxemburg ja von dem Hintergrund der russischen Revolution 1917. Und diese Revolution ist ja ganz eng mit einem Ereignis verbunden, das Sie auch schon am Anfang erwähnt haben, nämlich der Erste Weltkrieg. Und Sie hatten gesagt, Luxemburg gehört in Deutschland zu denjenigen Sozialisten, die sich gegen den Krieg gestellt haben, die auch sozusagen ihre eigene Partei und die Gewerkschaften kritisiert haben dafür, dass sie den Krieg mitgetragen haben und das unter Bedingungen, die enorm repressiv gewesen sind. Ich würde da vielleicht gern auch sozusagen mir die analytische Ebene von Luxemburg anschauen. Was kann sie denn ausmachen? Was sind die Ursachen für dieses Geschehen, dafür, dass eben Weltmächte kriegerisch aufeinander losgehen in diesem Ersten Weltkrieg? Sie hat das ja ausführlich in ihrer Schrift Die Krise der Sozialdemokratie
ausgeführt, wo sie einmal sehr eindrucksvoll die Grauen des Weltkrieges beschreibt, die ja sonst immer leicht entweder verschwiegen werden oder auch sogar schön geredet werden. Und das angebliche Heldentum wird dann hervorgehoben. Und da zeigt sie das Grauen dieses Massensterbens auf. Und gleichzeitig versucht sie genau das zu analysieren, dass aus dem Charakter des Kapitalismus auch automatisch eine imperialistische, man müsste das sagen, eine egozentrische Interessenvertretung der einzelnen kapitalistischen Staaten, die dann auch automatisch zu einer bewaffneten Auseinandersetzung führen, um hier die Vorherrschaft zu bekommen. Dass dann hinterher erklärt wird, alle hätten sich nur verteidigt, wie das auch beim Ersten Weltkrieg geschehen ist, ist dann die übliche Lüge, die dann mit damit verbunden ist. Also es ist hier praktisch im Charakter des Kapitalismus auch der Imperialismus, also das Streben nach Vorherrschaft und auch mit bewaffneten Mitteln verbunden. Das ist ihre These. Nun steht ja am Ende des Ersten Weltkrieges auch die Revolution in Deutschland auf der Tagesordnung, die Novemberrevolution 1918, 1919. Rosa Luxemburg saß ja weite Teile dann eben aufgrund ihrer Kriegsgegnerschaft auch wieder im Gefängnis. Was für Möglichkeiten hatte sie denn vielleicht trotzdem, sich an der Novemberrevolution zu beteiligen? Wenn man die Novemberrevolution nur auf die Zeit im November reduziert, bis die kaiserliche Regierung abgesetzt war, hatte sie keine Möglichkeit, weil sie da im Gefängnis war und ziemlich isoliert war. Sie hat aber während des ganzen Weltkrieges, wenn man damit erstmal anfängt, intensiv mit Flugblättern und Artikeln in der illegalen Zeitschrift Spartakus versucht, hier ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass man gegen den Krieg ankämpfen müsste mit Massendemonstrationen, die allerdings dann erst in der zweiten Weltkriegshälfte ausgebrochen sind. Es hat unter den starken Repressionen von Polizei und Militär wenig Möglichkeiten gegeben, tatsächlich auch eine breite Öffentlichkeit zu erreichen. Die Spartakus-Gruppe hat als einzige das tatsächlich mit einer geschickten illegalen Arbeit geschafft, in die Fabriken Flugblätter, die zu Demonstrationen aufriefen, reinzubringen. Und es gab dann eine Gruppe in der Kriegswirtschaft, in der Metallarbeiterschaft, die das sehr aufgegriffen hat, die revolutionären Obleute, und die es dann auch schafften, zu den Zeiten, als die Antikriegsstimmung besonders groß wurde, erst Ende Juni 1916, dann noch einmal gerade wegen der starken Nahrungsmittelknappheit im April 1917 und auch nochmal im Januar 1918 Massendemonstrationen und Massenstreiks zu organisieren. Diese Gruppe hat dann auch im November 1918, nachdem schon in ganz Deutschland die revolutionäre Welle von den Küstenstädten durch die Matrosen übergeschwappt war, es in Berlin, wo die kaiserliche Regierung zusammen mit der SPD versuchte, die Revolution fernzuhalten, da am 9. November dann ein Generalstreik mit Übernahme der Macht durch die Revolutionäre zu bewerkstelligen. Und sie selbst jetzt, weil Sie ja nach Rosa Luxemburg gefragt haben, konnte also während der Kriegszeit zum größten Teil nur schriftstellerisch tätig sein mit ihren Flugblättern. Das war aber wichtig, weil sie da ein besonderes Geschick schon vor dem Weltkrieg, aber dann hier ging es ja dann nachher gegen den Krieg,
Arbeiter argumentativ aufzurufen. Es gab den Slogan Frieden, Freiheit, Brot, der dann überall gut ankam. Genau, und dann würde ich sagen, die genaueren Bedingungen, die dann eben auch führen zur Ermordung von Rosa Luxemburg, das bespreche ich dann im Gespräch mit Klaus Gietinger, würde ich erstmal sagen, bis hierher. Vielleicht kann man sozusagen noch einen Abschluss finden und ich greife nochmal sozusagen das auf, was am Anfang sozusagen ich gesagt habe, Leute für Rosa Luxemburg interessieren. Was würden Sie denn sagen, ist das Aktuelle am Denken von Rosa Luxemburg das, wo man sagen würde, da ist es wirklich tatsächlich sinnvoll, Rosa Luxemburg zur Hand zu nehmen, weil sie ja eine bestimmte Richtung oder eine bestimmte Denkweise aktuell für uns auch hilfreich sein kann? Also sie hat als Politikerin natürlich ein großes Beispiel gegeben für, ich sag's mal ein bisschen anders, die heutigen Politiker machen meist den Eindruck, dass sie sehr geglättet sich einsetzen. Und bei Rosa Luxemburg ist von ihrem ganzen Leben nicht nur mal zeitweise der Eindruck da, dass sie voll sich für die Mitmenschen einsetzt und auch ohne Rücksicht auf ihr persönliches Schicksal. Und sie hätte da nie irgendwie nachgegeben, manchmal war sie auch ein bisschen zu verbohrt und störrisch, das ist das eine. Das andere, dass sie, was ich vorhin schon sagte, in ihrer Auffassung im mitmenschlichen Miteinander und auch in ihrer politischen Haltung immer auch für wichtig hielt, dass die Kommunikation auf einer gleichberechtigten Basis geschah, dass es eine argumentative und den Gegner auch achtende Art und Weise war, selbst in den schärfsten Auseinandersetzungen. Es war ein bisschen eine besondere Form des Humanismus, vertritt sie wahrscheinlich auch, weil sie von vornherein, von ihrem Elternhaus und von ihrer Jugend aus dieses humanistische Fundament hatte. Und das machte diese grundsätzliche demokratische Haltung, die sich dann in ihren Schriften an verschiedensten Stellen niederschlägt und ihre Konsequenz in der, im Einsatz für die Mitmenschen, das macht sie irgendwie sehr attraktiv. Dass sie dann auch deshalb noch ihr Leben verlor, ist dann natürlich noch ein Grund, um das Interesse zu wecken und Sympathien zu holen. Sie hat ja auch während des Ersten Weltkrieges fast über drei Viertel der Zeit im Gefängnis gesessen und hat trotzdem aus dem Gefängnis heraus mit ihren Schriften auf die Politik eingewirkt. Und vor dem Ersten Weltkrieg war sie gerade im 1914, kurz vor Ausbruch des Weltkrieges, durch ihre antimilitaristische Agitation, die ihr dann ein Jahr Gefängnis eingebracht hat, auf dem Höhepunkt ihrer Popularität. Da hat das zwar etwas ausgemacht, dass nach dem Ersten Weltkrieg erstmal die konservativ-reaktionäre Propaganda sie zur Blutigen Rosa gemacht hat und die Leute dann erstaunt waren, als die Briefe an Sonja Liebknecht, die von großer Menschlichkeit und auch sogar von schriftstellerischer Begabung sprachen, dass dann sehr großes Erstaunen da war und langsam ohne Propaganda durch die KPD, breite Kreise, die nicht unbedingt Rosa Luxemburgs politische Auffassung teilten, die allergrößte Hochachtung und Wertschätzung für Rosa Luxemburg hatten. Es wäre wirklich interessant gewesen, das ist ja natürlich leider nicht dazu gekommen, wenn Rosa Luxemburg dann anschließend für die KPD ihre basisdemokratische Haltung da vertreten hätte und diese Partei dann eine basisdemokratische Partei geblieben wäre, was sie ja für die ersten Monate war. Ja, das sind dann so Gedankengänge, die man so manchmal zwischendurch hat. Und wenn jemand sich anfängt, mit Rosa Luxemburg zu beschäftigen, denkt er auch daran. Aber
imponierend ist immer wieder und eindrucksvoll, wie sie sich für ihre Ziele, die ja eine Veränderung der menschlichen Gesellschaft im humanistischen Sinne bedeuten, dass sie sich dafür so selbstlos eingesetzt hat.